Das Ziel ist die Integration überall dort, wo es gemeinsam besser und erfolgreicher geht als alleine. Es war mir sofort klar, dass die Verlagsgruppe Passau eine der Einrichtungen ist, die Europa unterstützen, die Europa helfen, weil diese Verlagsgruppe eine internationale, eine wirklich europäische Vision hat. But let me tell you what a pleasure it is for my wife Nan and me to be here, to visit this beautiful city, so dramatically situated on three rivers. I don't think there could be a better location for a dialogue on international understanding. Jetzt liegt der Schlüssel in Europa. Ja. Nun können Sie sagen, das darf nicht Vereinigte Staaten von Europa heißen. Okay, nennen Sie das Kind, wie Sie wollen. Hauptsache, es ist kräftig und kräftig. Progress, not perfection, is our hope. And upon that hope rest the future freedom and peace of us all. Das Glas ist halb voll. Und das ist das Entscheidende. Weil wir sind Ukrainer, wir sind Europäer mit unserer Geschichte, mit unserer Kultur, mit unserer Mentalität. I've always said that to be an architect, you really have to be an optimist. And because you have to have a belief in the future. We do not have a favorite project, because each project is like our child. And so we love them all equally. But if it is absolutely necessary to have a favorite, then for the past 44 years, we always had a favorite. Always. The next one. Ich habe den Eindruck, dass in der heutigen globalen Welt wir alle die Verantwortung für die gesamte Welt tragen. Aber trotzdem hätte man sich darauf geeinigt, dass wir ein gemeinsames Schicksal haben. Und dieses Gefühl scheint verloren zu gehen. Und dieses Gefühl müssen wir wiederfinden. Ich war ja immer jemand, der die Umbrüche herbeiführte. In Europa ist es so, dass Europa jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg eine sehr lange Phase des Friedens hinter sich gelegt hat. Es gab jetzt keine Umbrüche, keine großen Veränderungen. Diese lange Friedensphase bringt neue Probleme mit sich. Und man wird neue Probleme erleben, wie zum Beispiel die Flüchtlingskrise. Die Gesellschaft muss wie Wasser sein. Sie muss ständig in Bewegung sein. Die Frage ist, bewegt sich das Wasser in Europa noch? Europa hatte lange genug eine Mauer. Wir brauchen keine neuen Mauern. Aber wir brauchen, ab das dieser Tag im Europäischen Parlament gesagt, mehr Union in dieser Europäischen Union und mehr Europa in dieser Europäischen Union. Und ich glaube, die Seele Europas, und das hat sehr viel mit unseren Werten zu tun, die ist im bestverstandenen Sinne des Wortes die Toleranz. And then I realized, as a musician, you can do a little bit, not a lot, but you can do a little bit to encouraging people to have a better life, to try to fight for their dream. And for the artist, of course, we try to bring to the public some kind of beautiful moments in these difficult days that we are living. Diese Gespräche mit meinen Mitmenschen, den Großen wie den Kleinen, sind für mich von besonderer Wichtigkeit. Denn miteinander reden bedeutet voneinander wissen. Wir müssen die Leute zusammenbringen, an einen Tisch setzen, Tür zu, und dann wird beraten. Was machen wir jetzt? Wir sind jetzt hier keine wilde Bande, wir sind nicht im Wilden Westen, wir sind hier im zivilisierten Europa und müssen gucken, dass wir eine normale Lösung zusammenbringen. Der größte Schaden für Europa wäre, wenn wir einen neuen eisernen Vorhang jetzt an einer anderen Stelle in Europa niederlassen. Diese europäische Kultur in all ihren Ausprägungen, von der Musik bis hin zum Film und Gott weiß das alles, das ist doch das Ding, was wir im Bauch haben, was wir alle im Bauch haben und was uns ausmacht. Ich glaube, dass die große Idee von Europa verteidigt werden muss, dass die Idee unbestritten ist. Europa muss sich aus sich selbst heraus verstehen und definieren. Und es würde einen fundamentalen, einen historischen Fehler machen, wenn es sich sozusagen als Gegenmacht zu den USA versteckt. Was Europa jetzt braucht, würde ich sagen, ist ein Begriff von dem, was Europa eigentlich will, was Europa werden möchte.
I think we lost, but I prefer to lose in football than to win in war. Gott sei Dank, dass wir den Euro haben. Wenn wir noch Franc hätten und Lira und Gulden und Deutsche Mark, dann würden die Investmentbanker in New York mit unseren kleinen Währungen Fußball spielen. Übrigens war ich ja auch schuld daran, dass die Schweden den Euro nicht genommen war, habe ich aus der politischen Debatte entnommen. Es kommt noch dahin, dass ich auch noch Schuld am Sand in der Sahara bin. Und darum ja auch so eine Begegnung wie hier in Passau. Wir müssen schauen, dass solche Debatten wie hier häufiger stattfinden. Sie werden mich noch lange sehen, bis ich ganz, ganz alt bin. Das verspreche ich. Ich gebe niemals auf. The important thing for us is that there are real democracies in all the member states. Und deshalb betone ich immer wieder die vergangenen Jahrhunderte, besonders das 20. waren ein Jahrhundert des Blutvergießens und des Krieges. Und dieses 21. Jahrhundert sollte ein Jahrhundert des Friedens sein.